Herzlich willkommen zum 14. Video, zu meiner Videoreihe zu Scratch Kara Aufgabenstellungen. Hier geht es darum, dass wir uns hier wieder den Kara anschauen. Kara befindet sich hier, befinden sich wieder lauter Baumreihen. Und in dem Bereich, wo links und rechts von Kara aus gesehen sich hier Baumstümpfe befinden, befindet sich der Tunnel. Und diesmal ist es die Aufgabe, dass Kara beim Tunnelausgang zum Stehen bleibt. Das heißt hier das erste Mal, wo links oder rechts sich eben dann kein Baumstumpf mehr befindet. Und dieses Programm soll eben dann mit Hilfe einer eigenen Funktion am feststellen, ob es einen Tunnelausgang gibt. Das schaut dann hier so aus, wenn ich hier Kara loslaufen lasse, soll er eben dann nachschauen, ob er sich am Tunnelausgang befindet. Und das heißt, er geht immer einen Schritt voraus, geht dann wieder zurück. Und in dem Fall hat er eben hier gemerkt, dass er am Tunnelausgang ist. Ich habe das hier dann so gelöst, hier haben wir die Hauptprozedur Main. Und mit einer Weilschleife, solange er sich eben nicht im Tunnelausgang befindet, habe ich eben eine neue Pulschen Wert dann praktisch abfragen können mit Hilfe einer neuen Funktion. Und solange eben nicht mehr Tunnelausgang ist, macht er das, was in der Weilschleife eben steht, nämlich einen Schritt. Kommen wir zur neuen Funktion Tunnelausgang. Da habe ich das so gemacht, dass hier if tree left and tree right, das heißt, wenn sich hier etwas befindet, dass er dann wirklich schon einmal im Tunnel ist, weil er muss erst im Tunnel sein, bevor er herauskommt, soll er hier einen Schritt gehen. Ich mache das jetzt hier mal. Er geht hier einen Schritt. Schaut dann letztlich, if not tree left or tree right, dann gibt das true zurück. Das heißt, wenn er hier gestanden hätte, hätte hier dann dementsprechend hier links und rechts etwas gehabt. Geht er dann hier einen Schritt weiter und merkt dann letztlich, dass sich hier rechts ein Baum befindet, aber links nicht. Dann gibt er true zurück, geht dann in den Main-Bereich hinein und er weiß, dass hier die Bedingung für die Weitschleife nicht mehr erfüllt ist und er ist fertig. Oder er ist dementsprechend dann hier außerhalb des Tunnels noch, also if tree left and tree right stimmt er nicht, dann würde er das gar nicht machen, würde gleich wieder false zurückgeben. Aber wenn er dann eben schon einmal drinnen ist, dann probiert er folgendes aus, er geht eben dann diesen einen Schritt und kommt beim else-Zweig an, er dreht sich dann nach links, ja, dreht sich nochmal nach links, dreht also um, geht einen Schritt wieder voraus, geht wieder zur ursprünglichen Position zurück, geht wieder in die ursprüngliche Richtung und gibt dann letztlich false zurück. Und nur dann wirklich ab dem Zeitpunkt, wo er dann hier eben steht, das ist hier dieser Bereich, wenn sich dann, wenn er den Schritt nach vorn gegangen ist, dann letztlich hier mit Move und er links dann nicht sieht, also kein Baumstumpf sieht und rechts dann, oder rechts zum Beispiel ist hier ein Ohr dazwischen, dann gibt er dann letztlich dann True zurück und erkennt dann letztlich, dass er hier schon beim Ausgang ist und das Programm wird hier dann praktisch beendet, weil er dann am Tunnelausgang angelangt ist.